Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial. Diese Kurzanleitung zeigt euch, wie ihr euer iPad in den Recovery-Modus versetzt, egal ob es einen Home-Button hat oder nicht. Und das kann sehr hilfreich sein, wenn du Probleme mit dem iPad hast und es wiederherstellen musst. Fangen wir an. Teil 1. iPad mit HomeTaste in den Recovery-Modus versetzen. Wenn dein iPad eine HomeTaste hat, ist der Vorgang relativ einfach. Der erste Schritt besteht darin, das iPad an den Computer anzuschließen. Installiere iTunes auf dem Computer. Drücke und halte dann gleichzeitig die HomeTaste und die PowerTaste. Daraufhin wird das Display schwarz. Halte die Taste auch dann noch gedrückt, wenn du das Apple-Logo siehst. Wenn der Wiederherstellungsbildschirm angezeigt wird, bedeutet dies, dass du erfolgreich in den Wiederherstellungsmodus eingetreten bist. Es ist ganz einfach, den Wiederherstellungsmodus zu verlassen. Drücke und halte gleichzeitig die HomeTaste und die PowerTaste. Halte beide Tasten etwa 10 Sekunden lang gedrückt, bis du das Apple-Logo auf dem Bildschirm siehst. Lass die Tasten los, wenn das Apple-Logo erscheint und dein iPad wird normal hochgefahren. Teil 2 – iPad ohne HomeTaste in den Recovery-Modus versetzen. Für diejenigen unter euch, die ein iPad ohne HomeTaste haben, wie das iPad Pro oder das neueste iPad Air, ist der Vorgang etwas anders. Ebenfalls mit dem Computer verbunden. Drücke schnell die Lauter- und die Leiser-Taste und lasse sie wieder los. Halte abschließend die Seitentaste gedrückt, bis der Bildschirm für den Recovery-Modus erscheint. Wiederherstellungsmodus beenden. Halte die Seitentaste gedrückt, bis du das Apple-Logo auf dem Bildschirm siehst. Lass die Taste an der Seite los, wenn das Apple-Logo angezeigt wird. Das iPad verlässt dann den Wiederherstellungsmodus und startet wie gewohnt. Wenn du es als mühsam empfindest, den Recovery-Modus manuell zu starten und zu beenden, findest du hier eine kostenlose Alternative, Tenorshare Reboot. Egal, ob du Windows oder Mac verwendest, überprüfe den Download-Link unten, um es zu installieren. Schließe zunächst dein iPad an den Computer an und starte Reboot. Du kannst die Schaltfläche Wiederherstellungsmodus betreten sehen. Klicke darauf und schon wird dein iPad in wenigen Sekunden erfolgreich in den Wiederherstellungsmodus versetzt. Um den Wiederherstellungsmodus zu verlassen, klickst du einfach auf die Schaltfläche Beenden und schon ist dein iPad wieder im Normalzustand. Super einfach mit nur einem Klick. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und besonders über ein Abo.